Ja, was ist das für ein Gefühl, wenn du angekommen bist, auch vor den Leuten, die ja aufstehen von ihren Plätzen, wenn du ausgewechselt wirst, nicht aus Freude darüber, dass du weg bist, sondern aus lauter Anerkennung? Ja, das freut mich natürlich. Ne? Man sieht, ich arbeite hart und es freut mich natürlich, dass die Fans mich so mögen und es kann gerne so weitergehen. Was ist denn passiert jetzt in der zurückliegenden Zeit, dass du immer und immer besser wirst? Bist du so angekommen in der Mannschaft oder was ist der Grund? Ja, ich kriege immer mehr das Selbstvertrauen vom ganzen Staff, von den Spielern, von den Trainern und von Spiel zu Spiel versuche ich mich zu verbessern, versuche meine Schwächen, die ich im letzten Spiel nicht, also die Sachen, die ich nicht so gut gemacht habe, probiere ich dann besser zu machen und ja, ich hoffe, dass es so weitergeht. Ne? Das hoffen wir alle. Am besten schon nächste Woche, ne? Ja, am besten. War es nur ein Pflichtsieg oder mehr heute? Ich denke mal, es war ein hartes Stück Arbeit heute, aber im Endeffekt müssen wir solche Spiele ziehen, wenn wir oben dabei sein wollen. Wie hat denn der Erfolg oder der Misserfolg vom BRK vom Freitag euch noch ein Stück beflügelt? Das heißt beflügelt, wir müssen auf uns schauen. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, glaube ich, machen wir jedem Gegner Druck und von daher, das haben wir heute wieder geschafft. Was ist denn passiert? Die Standards, abgesehen mal von deinem Tor letzte Woche, auch heute wieder Eckbälle großartig mit Kombinationen, war, glaube ich, auch mal nötig nach so langer Zeit, wo nicht so viel passiert ist aus Standards. Ja, Standards sind immer ein Schlüssel zum Erfolg. Ne? Können oft ein Gamechanger sein und das war heute auch wieder ein Schlüssel, ne? Zum 2-0 gerade. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ihr seid jetzt ganz dicht dran am BRK, schaut natürlich auch auf deren Ergebnisse, aber wichtig, was du schon gesagt, ist eben die eigene Leistung. Ja, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Ne? Da brauchen wir nicht auf die Gegner gucken. Wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen, dann haben wir oben auch nichts mitzureden und so versuchen wir Woche für Woche unsere Leistung zu bringen und dann schauen wir mal, was am Ende rauskommt. 12 Spieltage sind rum für dich im neuen Verein. Was ist so dein Eindruck jetzt nach diesen vielen Wochen und den 12 Spieltagen? Ja, hier ist unglaublich Power drin im Verein. Das merkt man extrem. Wir haben einfach Lust, wir arbeiten gut, wir arbeiten intensiv unter der Woche und das sieht man auch Woche für Woche und dementsprechend holen wir auch unsere Ergebnisse. Das soll so weitergehen, stimmt's? Ja, auf jeden Fall. Bis dann.